Was geht ab, liebe Pöhlersbande? Ich bin in der Dortmunder City, in der Dortmunder Fußgängerzone und das hat einen guten Grund. Der BVB steht vor dem Pflichtspielstart im DFB-Pokal und die Bundesliga geht auch wieder los. Grund genug, die BVB-Fans hier in Dortmund mal zu fragen, ja, was sie von der Mannschaft erwarten, was sie von Marco Rose erwarten und wo sie den BVB am Ende der Saison sehen. Deswegen bin ich auf Stimmenfang unterwegs und wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Alles klar. Was erwarte ich von Borussia Dortmund diese Saison? Ich erwarte auf jeden Fall eine sehr starke Saison, dass sie ihre Mannschaft auf jeden Fall sehr gut in Form halten, dass sie vielleicht in der Champions League spielen. Das werden sie auf jeden Fall, oder? Ja. Champions League? Ja. Vielleicht Saisonmeister werden, das wäre ja mal was, weil jeder redet ja immer groß über Dortmund. Gib mal Gas, Leute. Ich wünsche mir von Marco Rose und dem BVB Offensivfußball, wie man ihn in Dortmund lieben gelernt hat über all die Jahre. Das wäre super. Ich wünsche mir einfach, dass wir wieder einen schönen offensiven Fußball spielen, Powerfußball spielen, so wie wir es früher gemacht haben. Und dass wir mindestens unter die ersten drei Plätze kommen. DFB-Pokal mindestens Halbfinale. Ja, ich bin schon gespannt, was halt der neue Trainer Marco Rose, was er so auf die Kette bringt mit unseren Jungs. Und klar, wir hoffen natürlich schon, dass wir ja auch nochmal weiter mit Titel mitspielen können. Ja, und klar, abwarten muss man auch, wie er jetzt die Abwehr auf die Reihe kriegt, ja, dass das alles funktioniert. Und ja, wäre schon geil, wenn da was reisen könnte. Ich wünsche Dortmund, dass sie gut ins Anfang gut reinkommen. Also, ich bin immer noch in der Dortmunder Innenstadt unterwegs und ich kann euch sagen, es ist gar nicht so leicht, BVB-Fans hier zu finden. Hätte ich gar nicht gedacht. Entweder sind es Bayern-Fans oder Hamburg-Fans oder gar keine Fans. Oder einfach kamerascheu, aber ich gebe nicht auf und ein paar Stimmen werde ich garantiert noch für euch kriegen. Also schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja komm, dann knall mal raus hier. Wer wird deutscher Meister? BVB Borussia! Wer wird deutscher Meister? Borussia BVB! Ja. Ole, 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 ole! BVB, BVB! Ole, 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 ole! BVB! Nächstes Jahr werden wir Zweiter, dann okay. Champions League gewinnen wir dieses Jahr. Punkt. Yo, peace. Also, BVB ist für mich ein herzensleidenschaftlicher Club. Ich bin am Borsigplatz geboren, seit 1989. Ich bin eingefleischter BVB-Fan. Ich muss dazu sagen, seit Corona boykottiere ich ein bisschen BVB, beziehungsweise nicht nur BVB, sondern den ganzen Fußball, weil ohne Fans im Stadion ist die Stimmung einfach für mich tot. Das ist wie ein Trainingsspiel und deswegen sage ich, ich gucke keinen Fußball mehr. Klar, bei den wichtigen Champions League-Spielen oder bei den wichtigen BVB-Spielen, ob es DFB war oder sonst was, da habe ich mal reingeschaut, da habe ich geguckt, alles gut. Ich war immer für den BVB und das bin ich nach wie vor. Unter Marco Rose muss ich ehrlich sagen, ich weiß nicht, jeder Trainer ist unterschiedlich und ich muss dazu sagen, es kann klappen, es kann auch nicht klappen. Ich drücke dem BVB die Daumen und ja, die haben einer der besten Spieler abgegeben, den Sancho, muss ich ehrlich sagen, das tut im Herzen weh. Es ist ein super Fußballer, super Kicker, aber ja, was soll ich sagen, es kommen wieder neue Spieler, neue Talente. Der BVB ist dafür gemacht, als Club meiner Meinung nach junge Talente zu suchen, zu finden, groß zu machen, stark zu machen. Wir haben es bei vielen Spielern gesehen, die groß rausgekommen sind, die für billiges Geld gekommen sind, ob es Shinji Kagawa war oder sonst wer. Die sind für Millionen wieder rausgegangen. Ich glaube, der BVB, wenn er mit dem Herzen spielt, so wie der Club auch wirklich mit den Fans im Rücken steht und wirklich ja, mit vollem Herzen dahinter steht, kann viel erreichen. Bayern München, neuer Trainer, keine Frage, alles gut. Man weiß nicht, was kommt. Bayern München ist ein Konkurrent, aber ich glaube, Dortmund kann weit kommen. Champions League ist mindestens drin, muss ich dazu sagen. Ich freue mich, dass BVB wieder anfängt zu spielen vor Zuschauern. Und dass endlich wieder Zuschauer entscheiden dürfen. Und ich wünsche Marco Rose alles Gute. Und ich bin froh, dass Haaland bei uns bleibt. Ich denke, BVB werden Meister dieser Saison. Und dann wir müssen auch einen guten Spieler auch kaufen. Ich denke, offensiv, jetzt haben wir Sancho verloren. Ich denke, wir müssen auch einen guten Spieler auch kaufen. Zum Beispiel Saka oder so, auf Arsenal, ich liebe diese Junge. Ja.
alles Gute für BVB. Also ich traue dem BVB schon eine Menge zu für die kommende Saison. Also Meistertitel ist auf jeden Fall drin. Was geht ab, Pöhlers Bande? Immer noch dasselbe Video, aber guckt mal, wen ich getroffen habe. Die Karen ist am Start und der ganze Chat kennt sie, wir alle kennen sie. Karen ist die Beste, oh oh. Und ich habe sie getroffen. Hi! Und jetzt wollen wir natürlich gleich von der Karen nochmal wissen, was sagt sie denn? Ja, was machen wir unter Marco Rose? Was macht denn der BVB? Im Trainingslager war es ja auch schon so, dass Marco Rose auf jeden Fall in manchen Gesprächen halt immer schon mit den Spielern gesucht hat. Und ich glaube, das ist auch unheimlich wichtig, um die nochmal zu pushen und zu motivieren, um dann wirklich perfekten Fußball einfach diese Saison zu spielen. Und vor allem, um die Meisterschaft vielleicht diese Saison wieder mitzuspielen, was mal wieder Zeit ist nach, glaube ich, 8 Jahren, jetzt keine Meisterschaft, 9 Jahren. Und dann wird es auf jeden Fall machbar sein. Und ich denke, Marco Rose ist so ein bisschen wie Jürgen Klopp und dann wird das. Ja, also wir haben bisher echt eine Chance. Ja, danke. Wir haben bisher echt eine Chance. Bayern ist nicht so gut aufgestellt und Dortmund hat einen super Kader und einen super Trainer. Also ich glaube, wir haben echt eine Chance. Ja. Ja, neue Saison, neuer Trainer. Am Ende der vergangenen Saison habe ich gedacht, nachdem die Mannschaft einen riesen Endspurt hingelegt hat, gekämpft hat, Willen gezeigt hat, habe ich gedacht, weiter mit Terzic, aber da war das Thema ja schon durch. Ich bin zweigeteilt, bin aber froh, dass sie Terzic behalten haben und sage, ich gönne natürlich Marco Rose jeden Erfolg hier, denn irgendwann muss der Titel auch mal wieder hier in den Pott. Und da andere das ja nicht auf die Reihe kriegen, müssen wir es schon machen. Also meine Saisonerwartung ist dieses Mal eigentlich besonders groß. Ich halte Marco Rose für einen absoluten Spitzentrainer. Ich halte die Mannschaft auch ohne Sancho durchaus für entwicklungsfähig und hoffe, dass sie ganz schnell zusammenfinden. Und ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass sie diese Saison Deutscher Meister werden. Das ist alles. So, liebe Pöhlers Bande, ich befinde mich hier bei Wurstwilli in der Dortmunder Innenstadt und ich kann euch nur eins sagen, wenn ihr in Dortmund seid und ihr mögt Curry Pommes, kommt ihr um Wurstwilli nicht herum. Das ist mein Stammladen. Hier esse ich jeden Samstag vor jedem Heimspiel beim BVB. Und ganz klare Empfehlung, Pöhlers Bande. Wer mal in Dortmund ist oder aus Dortmund kommt, kennt das wahrscheinlich hier auch. Wurstwilli ist einfach der beste Laden und ich lasse es mir jetzt schmecken. Ja Leute, jetzt wo ich mir gerade bei Wurstwilli den Magen vollgeschlagen habe, ist das Video vorbei und ihr merkt, die Stimmung in Dortmund ist doch relativ positiv. Vielleicht kann Dortmund ja sogar Meister werden unter Marco Rose, das ist zumindest so die Meinung vieler BVB-Fans. Und ihr kennt das natürlich, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr keine Videos der Pöhlers mehr. In dem Sinne bin ich raus und wünsche euch noch einen guten Tag, guten Abend, gute Nacht oder was auch immer. Euer Toxi.